Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Model Y, das ich jetzt doch schon einige Zeit fahre, um die Vor- und Nachteile und ob ich zufrieden bin mit meiner Entscheidung. Ich habe ja vorher das Model 3 Performance gefahren und kann die beiden Fahrzeuge somit ziemlich gut miteinander vergleichen. Komme ich zunächst mal zur Formgebung bzw. der Linienführung vom Model Y. Ich finde, die ist hier, obwohl es sich um einen SUV handelt, doch sportlich gehalten. Wenn man es jetzt vergleicht, natürlich nicht ganz so sportlich wie das Model 3, aber auch logisch, dass da Kompromisse gemacht werden mussten. Ich finde Form und Design unterm Strich auf jeden Fall gelungen. Wobei man hier auch bedenken muss, dass ich dieses Fahrzeug mit Eibach Fahrwerksfedern wenigstens 30 mm tiefer gelegt habe. Das Video dazu für diejenigen, die sich für ein sportlicheres Fahrverhalten interessieren, verlinke ich euch gern oben. Hier mal für den direkten optischen Vergleich der Long Range von meiner Frau. Standardmäßig und ohne Aufpreis bekommt man das Fahrzeug übrigens in der Farbe Weiß. Ich habe es in Schwarz gewählt und bin auch froh, dass ich Schwarz genommen habe. In Schwarz kostet es übrigens 1200 Euro Aufpreis. Weitere Farben kosten sogar noch mehr. Zum Thema Reichweite, dieses Model Y Performance hier schafft im Schnitt so etwa 400 Kilometer an Reichweite. Das ist natürlich abhängig vom Fahrstil und auch von der Witterung bzw. der Außentemperatur. Aber mit diesen 400 Kilometern Reichweite komme ich schon mal weiter als mit dem Vorgänger, den ich hatte, das Model 3. Wobei man da sagen muss, das waren 2019er Modelle noch gewesen. Was ich hier an dem Fahrzeug ganz klar als Nachteil empfinde, sind die Spiegel. Die sind nämlich hier im Y definitiv kleiner als im Model 3 und das, obwohl der Wagen hier ja größer ist, und ich muss sagen, das finde ich unverständlich, ist für mich jetzt zwar kein K.O.-Kriterium, aber für mich zumindest ungünstig. Ich finde, dass man hier in Relation zum Preis jede Menge bekommt, wie zum Beispiel Sitzheizung auf allen Plätzen oder etwa die Lenkradheizung, nicht zuletzt die Leistung. Auf dem Papier hier von dem Model Y Performance stehen immerhin 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Auch wenn ich die in der Praxis noch nie geschafft habe. Und gefühlt ist der hier deutlich langsamer als das Model 3 Performance. Was du hier bei Tesla halt auch hast, ist eine sensationell gut gemachte App, die auch ständig aktualisiert wird, was auch für das Fahrzeug selbst gilt. Du bekommst ständig Updates over the air und auch da sind viele andere Hersteller noch lange nicht so weit. Gerade hier im Innenraum fühlt sich alles nochmal deutlich hochwertiger und auch ein bisschen schicker an, als es bei mir im Model 3 der Fall gewesen ist. Hier auf jeden Fall wunderschön das durchgängige Glasdach, das an einem Stück gefertigt ist. Es wirkt einfach alles clean und aufgeräumt, auch wenn sich da die Geister scheiden. Die einen lieben Tesla, die anderen hassen Tesla. Diese Angst, alles über diesen einen Bildschirm zu machen, ist meiner Meinung nach unbegründet. Man gewöhnt sich da wirklich dran. Gerade zu diesem Thema, wie gesagt, man macht ja alles oder fast alles hier über diesen einen Bildschirm. Sogar das Handschuhfach kannst du nur über dieses Menü öffnen. Allerdings gibt es eine Alternativmöglichkeit. Für viele Funktionen lohnt es sich, die Spracherkennung zu nutzen. Dazu drückt man hier einfach auf dieses Scrollrad. Handschuhfach öffnen. Wie man sieht, das ist auf jeden Fall die einfachere Lösung. Ich nutze das zum Beispiel auch für den Scheibenwischer. Ich habe zu den nützlichsten Sprachbefehlen ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ich habe hier übrigens im Auto einige nützliche Gadgets verbaut. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Ich werde euch das gerne mal hier oben verlinken. Da geht es zum Beispiel um diese praktische Mittelarmlehnenabdeckung oder auch diesen USB-Hub bzw. diese Ablage, die man hier magnetisch unter dem Display befestigen kann. Hier drin gibt es außerdem zwei Plätze, um zwei Smartphones induktiv laden zu können. Hier in der Mittelkonsole unterhalb der Smartphone-Ablage gibt es einen riesengroßen Stauraum hier unter dieser
Schiebeklappe. Dann haben wir hier Getränkehalter. Ich habe jetzt hier so ein Silikon-Cup-Holder drin, weil die einfach zu groß sind. Ausreichend Platz gibt es auch in den Seitentaschen der Tür. Hier passt sogar so ein kleines Stativ rein. Und auch unter der Mittelarmlehne gibt es nochmal zusätzlichen Stauraum. Und das ist auch nochmal beachtlich. Übrigens, Tesla gibt 8 Jahre Garantie auf den Akku, beziehungsweise garantiert 192.000 Kilometer, je nachdem, was eben früher erreicht wird. Diese Rückleuchten sind übrigens nicht die Originalrückleuchten. Die sind zum einen getönt, zum anderen haben die dynamische Blinker. Die habe ich vor kurzem selbst eingebaut. Ich habe dazu ein Video gemacht, ich werde euch das gerne mal verlinken. Für diejenigen, denen diese Rückleuchten gefallen. Der Umbau ist tatsächlich ein bisschen umfangreich, aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick durchaus machbar. Für mich das Highlight des Fahrzeugs ist eindeutig der Kofferraum und war bei mir auch der Hauptgrund, warum ich mich für das Model Y entschieden habe und nicht nochmal für das Model 3, weil du hier einfach unglaublich viel Platz hast. Ich habe hier übrigens solche Kofferraum-Schutzmatten drin. Die werden einfach geglättet, wie man sieht. Ich packe euch den Link gerne mal in die Beschreibung. Man hat hier im Y übrigens nochmal zusätzlichen Stauraum. Das geht auch nochmal unheimlich tief hier runter. Und hier gibt es nochmal zwei solche Knöpfe bzw. Hebel. Und die sind recht praktisch, wenn man an diesen hier zieht. Dann klappen die Rücksitze nach vorne und man hat automatisch nochmal jede Menge mehr Kofferraumvolumen. Und das ist einfach ein unschlagbarer Vorteil vom Model Y, den du im Model 3 einfach nicht hast, weil aufgrund der Bauform im Tesla Model 3 hast du einfach hier diese Öffnung gar nicht. Hier hast du tatsächlich die Möglichkeit, vernünftig in diesem Auto zu schlafen, wenn du dir beispielsweise eine entsprechende Matratze für den Tesla kaufst, was du im Model 3 zwar auch kannst, aber aufgrund der Konstruktion und da es hier wahnsinnig eng ist, einfach keinen Spaß macht. Thema Platz und Ausstattung auf den hinteren Sitzplätzen. Man hat hier wahnsinnig viel Beinfreiheit. Für mich vielleicht nicht ganz so relevant. Ich bin gerade mal 1,73 groß, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch für Leute, die 1,80, 1,85 groß sind, überhaupt kein Problem sein wird. Ich habe hier jede Menge Platz noch nach oben. Ich habe nach vorne jede Menge Platz und auch hier hinten wieder vernünftig große Türtaschen. Aber es gibt hier auch einen Nachteil zu erwähnen, und zwar die Armauflagen an den Türen. Die finde ich arg klein geraten und sehr schmal. Dafür aber unbedingt positiv zu erwähnen, man hat hier eine unheimlich große Mittelarmlehne hinten, die man aufklappen kann, mit zwei Cupholdern. Außerdem hinten verstellbare Kopfstützen, natürlich auf beiden Seiten. Und vor allem, und das ist alles andere als selbstverständlich, hier sogar für den Beifahrer in der Mitte auch nochmal eine verstellbare Kopfstütze. Dann gibt es hier noch für die hinteren Fahrgäste zwei USB-C-Anschlüsse. Meiner Meinung nach auch unfassbar gut das Soundsystem hier im Tesla. Was diese Anlage hier hergibt mit ihren mehreren Lautsprechern und Subwoofern, finde ich einfach grandios. Habe ich tatsächlich grandios gesagt. Ein weiterer Punkt, wo meiner Meinung nach kein anderer Hersteller an Tesla rankommt. Du hast hier unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst hier im Infotainment-System YouTube schauen. Du hast Disney, du hast Netflix. Das bedeutet, du kannst dir zum Beispiel, wenn du eine Ladepause machst, einen Film auf Netflix angucken oder eine Serie, was auch immer. Und das halt mit einem unglaublich fantastischen Klang. Und wenn wir gerade beim Thema Ladepausen sind, dann kommt man nicht drum herum, über das Thema Ladeinfrastruktur von Tesla zu reden. Und da kommt für mich auch gar nichts anderes ran. Ja, auch andere Unternehmen machen in der Hinsicht Fortschritte. Allerdings ist Tesla für mich da
immer noch ganz weit vorne. Du fährst halt einfach an den Supercharger ran, du öffnest deine Klappe, du steckst den Stecker rein und damit hat sich die Sache. Das Ganze wird über Kreditkarte oder die Zahlungsweise abgerechnet, die du hinterlegt hast. Und unkomplizierter und schneller geht es eigentlich wirklich nicht mehr. Einer der unbestritten wichtigsten Punkte beim E-Auto ist natürlich die Ladegeschwindigkeit. Die Spitzenladeleistung beim Tesla Model Y Performance beträgt 250 kW. Natürlich heißt das nicht, dass er permanent mit 250 kW lädt, aber realistisch kann man sagen, dass man in einer Viertelstunde etwa 150 Kilometer an Reichweite aufladen kann. Und das ist ausreichend, auch für Langstrecke. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, sind diese Holzzierleisten. Allerdings ist das natürlich Geschmackssache und deswegen werde ich es nicht unter den Negativpunkten aufführen. Der ein oder andere hat sich vielleicht gewundert, dass ich hier keine Hutablage drin habe. Das hat einen Grund und zwar ist das ein mega negativer Punkt. Die Hutablage hier ist eine Katastrophe. Diese Hutablage ist so dermaßen schlecht, dass ich die komplett rausgeworfen habe. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst, wenn du was im Kofferraum verstauen willst. Irgendwie ist dieses Teil immer im Weg und ich würde sogar so weit gehen, das als absolute Fehlkonstruktion zu bezeichnen. Deswegen habe ich mir jetzt auch eine andere bestellt. Die hat so einen Rollmechanismus mit einem Einzug zu. Dem Einbau werde ich dann auf jeden Fall einen Short machen und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere da ähnlich denkt wie ich. Wenn man über den Kofferraum spricht, muss man auf jeden Fall auch über den Frunk sprechen, also den vorderen Kofferraum. Ich habe hier solche Frunk-Taschen drin, die sind mega nützlich. Ich habe hier so meinen ganzen Ladekram unter anderem drin. Meine Frau nutzt die auch zum Einkaufen mittlerweile. Die nimmt gar keine andere Tasche mehr mit. Und hier sieht man ganz deutlich, wie groß der ist und wie tief der ist. Der ist auch noch mal ein ganzes Stück tiefer als der vom Model 3. Liegt daran, dass das Auto halt noch mal ein ganzes Stück höher ist und dadurch halt eben dieser Platz größer werden konnte. Auf jeden Fall ein positiver Punkt ist das schlüssellose Fahren. Das bedeutet, du verbindest dein Smartphone mit dem Fahrzeug und dein Smartphone dient dann als Schlüssel. Somit brauchst du nie wieder einen Schlüssel einstecken. Du gehst zum Fahrzeug hin, dein Smartphone wird erkannt und du kannst die Türen öffnen, du kannst fahren und selbst wenn du das Fahrzeug verlässt und bist in einem gewissen Abstand zum Fahrzeug entfernt, verschließt dieses automatisch. Ich denke, dass ich die wichtigsten Aspekte vom Model Y genannt habe. Klar gibt es noch die ein oder anderen Kleinigkeiten, die man nennen könnte, aber das wird am Ende auch den Rahmen hier sprengen. Wenn man ein sportliches Auto haben möchte, das außerdem auch noch viel Platz bietet, dann ist man mit dem Model Y auf jeden Fall gut bedient. Unter dem sportlichen Aspekt würde ich sagen, hat das Model 3 die Nase etwas vorne. Und auch im Thema Beschleunigung kommt das Model Y nicht ganz mit. Man kann ganz sicher ohne Zweifel sagen, dass das Model Y und hier in dem Fall das Model Y Performance ein mehr als gelungenes Auto ist mit einer super Reichweite, mit ordentlicher Ladegeschwindigkeit, mit einer hervorragenden App, mit einem ausgezeichneten Infotainment-System, allgemein mit einer super Soundanlage. Die Spiegel sind dafür etwas klein geraten, die Armauflage auf den hinteren Sitzen ist etwas klein an den Türen, die Hutablage ist völlig misslungen, aber all das sind am Ende Kleinigkeiten, die negativ wirken und zum Teil ja auch recht einfach behoben werden können. Und damit komme ich wieder zur Ausgangsfrage, die ich mir am Anfang gestellt habe. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen, vom Model 3 auf dieses Model Y Performance zu wechseln? Und die kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich bin zufrieden, ich würde die Entscheidung wieder so treffen. Von daher von meiner Seite eine ganz klare Kaufempfehlung. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen hilfreich. Falls ja, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wie jeder, der einen YouTube-Kanal betreibt, möchte natürlich auch ich, dass meiner wächst. Deshalb abonniere doch auch gern meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Ich von meiner Seite aus wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut,
bleibt gesund, allen, die elektrisch unterwegs sind, allzeit einen vollgeladenen Akku und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!